Was viele nicht wissen, ist, dass Kaffee eine Frucht ist. Also Kaffee wächst in Kirschen und der Kirschkern, das ist dann die Bohne, die wir später hier rösten. Und wenn der Kaffee gepflückt wird, dann gibt es so eine Zuckerschicht, die da drumherum klebt und die Kirschhaut. Und das muss nach dem Pflücken abgelöst werden. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Und die zwei bekanntesten ist das Natural oder das Sun-Dried-Verfahren. Und als Alternative gibt es den Wash-Coffee oder das gewaschene Verfahren. Und dann gibt es auch noch verschiedene Zwischenstufen, die nennt man dann Semi-Washed oder Honey-Coffee. Und heute möchte ich euch diese Verfahren mal erklären. Das traditionellste Verfahren ist das Natural Processing oder man nennt es auch Sun-Dried, sonnengetrocknet, Unwashed, da gibt es unterschiedliche Namen für. Und der Name rührt eben daher, dass die Kaffeekirschen nach der Ernte in der Sonne getrocknet werden. Und das geht besonders gut in Regionen, in denen die Luftfeuchtigkeit gering ist, es wenig regnet. Da ist Äthiopien ein sehr gutes Beispiel, weil der Kaffee das schön in der Sonne trocknen kann. Also wie läuft das Natural Processing ab? Das läuft so ab, dass die Kaffeekirschen, die roten, eben gepflückt werden und dann werden sie in der Sonne getrocknet. Und am besten passiert das auf den erhöhten Drying Beds, weil da kann die Luft wirklich sehr gleichmäßig an die Kirschen zirkulieren. Und das dauert wirklich bei so einem Natural Kaffee 3 bis 4 Wochen, bis der gleichmäßig runtergetrocknet ist auf so einen recht feuchten Gehalt von 12%. Getrennt wird die Kaffeebohne dann von dem Fruchtfleisch wirklich erst später, kurz vor dem Export, wird das maschinell sozusagen abgeschält oder Hulling-Maschinen heißt das. In so einem Verfahren wird es dann abgelöst. Dadurch, dass die Fruchtschicht und der ganze Zucker der Kaffeekirsche während des gesamten Trockenprozesses an der Kaffeebohne dran heftet, fermentieren beide zusammen und die Süße von der Frucht zieht wirklich in die Kaffeebohne ein. Ja, und so entsteht dann auch dieser besondere Geschmack, dieser markante Geschmack von Natural Kaffees, den man wirklich vom ersten Schluck an erkennt. Und viele Leute lieben diese Kaffees und es gibt natürlich auch einige, die kommen da irgendwie nicht so ran, weil das sehr ungewohnte Aromen sind, die man von einem Kaffee vielleicht zuerst nicht erwartet. Diese Kaffees zeichnen sich durch eine sehr intensive Süße aus, die uns oft an Blaubeeren oder Erdbeeren erinnert, manchmal sogar an Pflaumenmus oder Schokolade. Und sie haben in der Regel wirklich einen sehr intensiven Körper und schmecken sehr viel vollmundiger als gewaschene Kaffees. Also beim Wash Coffee werden die reifen Kirschen eben meistens an einer Wet Mill oder Washing Station angeliefert und dort, jedenfalls in Äthiopien, hat man die zentralen Maschinen, um das Kirschfleisch abzulösen. Es findet so statt, dass zunächst das Fruchtfleisch in Depulping-Maschinen abgetrennt wird und dann bleibt aber noch ein bisschen dieser klebrigen Zuckerschicht oder Mucilage an der Bohne haften und die wird entweder auch maschinell getrennt oder, und das ist die weit verbreitetste Methode, in Wassertanks gelöst. Das heißt, die Bohnen mit dem Zuckerfleisch werden in große Wassertanks eingelegt, Frischwasser kommt dazu und durch natürliche Fermentation löst sich eben diese Zuckerschicht dann auch ab. Das dauert meistens so 24 bis 36 Stunden. Dann ist die Bohne befreit von der Zuckerschicht und dann wird es nochmal mit Frischwasser abgewaschen und dann werden diese Bohnen auch auf den Drying Beds getrocknet, gelagert und getrocknet. Das dauert dann aber nur noch 10 bis 12 Tage, bis sie die Restfeuchtigkeit von ca. 11% erreicht haben. Diese ursprüngliche Art und Weise, Wash Coffee zu produzieren, steht ein bisschen in der Kritik, weil eben bei dieser Fermentation in den Wassertanks sehr viel Wasser benötigt wird. Und deswegen gibt es jetzt den Fortschritt, dass es auch sogenannte Demucilage-Maschinen gibt, die einfach diese Zuckerschicht dann auch maschinell abschrubben können oder ablösen können. Und dabei braucht man deutlich weniger Wasser. Und das ist eben ein großer Vorteil, weil dieses Wasser, was so viel Zucker aufgenommen hat, nicht so gut ist für die Umwelt und eben manchmal in diesen Regionen eben auch ein bisschen Wasserknappheit herrscht. Und unsere Limo-Cafés, die Loya, Aldi, da nutzen die schon diese modernen Demucilage-Anlagen. Im Unterschied zu den Natural Coffees sind die gewaschenen Kaffees vom Geschmack her klarer, nuancierter, so ein bisschen transparenter. Da fällt es sozusagen leichter, den eigentlichen ursprünglichen Kaffeegeschmack zu schmecken als bei diesen Natural Coffees. Den Unterschied von washed und natural aufbereitetem Kaffee sieht man auch schon am Rohkaffee. Wenn ihr hier schaut, der gewaschene Kaffee sieht viel grünlicher aus und gleichmäßiger als der natural aufbereitete Kaffee. Der hat so ein bisschen gelb-rötliche Spuren und das zeigt schon an, dass hier ein bisschen Fruchtfleisch eben mit eingetrocknet ist. Und dann gibt es auch Mischformen aus beiden Verfahren. Je nach Ursprungsland werden die dann Semi-Washed oder Honey-Coffee-Processing genannt. Und da läuft es so ab, dass das Fruchtfleisch der Kirsche schon maschinell mit so einem Pulpern gelöst wird. Aber diese klebrige Zuckerschicht, die klebt noch um diese Bohne drumherum. Und so wird sie dann auf die Drying Beds in die Sonne gelegt. Und dann kann diese Mucilage auch langsam eintrocknen über die Zeit hinweg.
Und geschmacklich resultiert das eben auch genau in der Mischform aus Washed und Natural Coffee, dass man so ein bisschen die Süße des Fruchtfleisches eben hat, aber nicht so intensiv wie beim Natural Process Coffee. Und das Besondere daran ist, dass wenn diese Zuckerschicht, also wenn diese Bohnen in dieser Zuckerschicht so ausliegen, dann sieht es fast aus, als sei so ein Topf Honig darüber gelaufen. Und so kleben diese Bohnen dann aneinander. Deswegen nennt man das eben in manchen Ursprungsländern auch Honey Process Coffee.